Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Ich habe ein paar Sachen offscreen gemacht, zum Beispiel den Verkommenen. Bei der Kammer dort habe ich hier Bonefire Ascetic, Asketenleuchtfeuer benutzt. Dann war der Boss wieder da und er hat seine Seele nochmal gedroppt und eine Zusatzseele. Und damit habe ich mir dann Folgendes gecraftet. Und zwar das Unheilsgroßschwert, Unheil irgendwas. Bin mir gerade nicht sicher, wie es heißt. Ja, hier. Gruft-Schwarzschwert. Ich habe es auch schon einmal verbessert. Es skaliert mit Finsternis außerordentlich gut. Ja. Also ziemlich cool. Und wenn man es mit Finsternis aufwertet, also bei der Werkstatt, MacDuffs Werkstatt, dann kriegt das Ganze sogar noch Finsternis S, glaube ich sogar. Lasst mich lügen. Ich versuch's mal. Schauen wir mal nach. Wahlweise hätte es auch einen Zauber gegeben. Übrigens, ich habe bei dem Henker... Schlachtroster... Mensch, wie heißt denn das? Bei dem Streitwagen. Ja, genau, bei dem Streitwagen habe ich den Typen wiederbelebt. Die Na'alma. Und dann gab es auch noch seine Rüstung. Also die vom Streitwagen. Und die vom Grippefürsten. Nur mal so grob gezeigt. Was ist denn das? Weißes... Oh, schön. Schön. Kann das irgendwas? Nein. Okay. Dann ziehen wir das hier mal wieder an. Dann schauen wir uns mal das Waffeleisen an. Du hast was zu verkaufen. Schön, aber nichts Neues. Ich suche ja Asketenleuchtfeuer. Wo kriege ich noch Asketenleuchtfeuer her? Waffe durchdringen. Da ist es. Und zwar hier. Entweder mit Magie. Feuer. Oh, ich brauche 2000 Seelen. Oh. Oh, das ist jetzt uncool. Finsternis S kriegt's dann. Obwohl's Feuer, was? Oh, ich weiß ja nicht, Leute. Warte mal. DDA. Wenn ich's aber mit Feuer verbessere, dann kriegt's S. Oh, ist nicht schlecht. DDCS. Wille könnte ich noch mit drauf klatschen. Oder pure Finsternis. So, und da EB, aber der Grundschaden wird einfach erhöht. Magie verstehe ich nicht so ganz. Und alter irdischer Stein setzt das, glaube ich, zurück. Bin mir nicht sicher. So, schauen wir mal, ob wir 2000 Seelen schnell zusammenbekommen. Kann ich die jetzt wirkungsvoll benutzen? Jein. Oh, das reicht nicht für 2000 Seelen. Alter. Nein, für 2000 Seelen reicht es auf keinen Fall. Hier kriegen wir ein Menschenbild. Wunderbar. 2000 Seelen. Ach komm. Na komm schon. Alter, gehst du mir auf die Nerven? Oh, 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 oh. Gefährlich. Hau ab. Alter. Heilen. Der frisst ja nicht sonderlich viel Schaden, ne? Ah, jetzt er. Also, wenn man bedenkt, das Ding hier ist plus 10, das andere ist plus 1. Ne? Jetzt habe ich 2000 Seelen und jetzt kann ich eventuell, wenn ich Glück habe, nicht kaufen. Waffe durchdringen. Dann das Großschwert hier wäre auch vielleicht nicht schlecht. Mit Feuer. Noch zusätzlich. Oder Magie oder was auch immer. So, schauen wir mal. Hm, wo ist es? Bin schon wieder dran vorbei, ne? Hier, genau da ist es. Und wir gehen einmal... Oh, ich weiß nicht, das würde S trotzdem bekommen. Also Finsternis S bleibt. Ohne hat es nur A. Damit wird es S bekommen. Das ist schwer. Schwer. Oder nehme ich Finsternis... Ich könnte... Oh Mann, Leute.
Finsternis. So. Verstärken, was brauche ich denn dafür? Irgendwas, das ich bestimmt nicht habe? Versteinerte Drachenknochen. Alter Falter. Wie viel Schaden macht das Ding jetzt? Okay, das ist klar. Das macht jetzt A. Das skaliert nur noch A mit Stärke. Was schade ist. So, lass mal gucken. Wo habe ich dich denn hin? Oben, ne? Ah, ich pfeife, geh mal runter. Das Ding macht theoretisch mehr Schaden, aber es macht nicht mehr Schaden. Das heißt, das war eine Fehlinvestition. Schade eigentlich. So, 524. Und schaut, 200 plus Finsternis. Alter. Ach, die sind ja noch tot. Ja, nur ich bin zu schwer. Ich bin viel zu schwer. Um 83. Alter Schwede. Dann müsste ich jetzt meine komplette Ausrüstung auf dieses Schwert ausrichten. Brauchen wir aber noch nicht. Wollen wir noch nicht. Und Leute, was ich euch unbedingt sagen wollte. Ich habe, Hier. Ich habe noch etwas Kleines herausgefunden, das ich im Vorfeld vergessen hatte. Und zwar, ups, gegen das Mikro gekommen. Sorry. Und zwar muss ich erstmal dahin latschen. Lauf! Hier in dieser benachbarten Kammer. Hüpp. Gesehen, dass da hier auf der rechten Seite, genau auf der rechten Seite, eine unscheinbare Mauer war auf der Seite. Und hier drüben ist dann das Gegenstück. Oh oh, jetzt gibt's Beef. Und hier gibt's was, und zwar Olenfords Stab und großer Blitzspeer. Okay, Olenfords Stab. Nicht schlecht. Hau ab. Gab's hier nicht noch irgendwo die Rüstung von Dark Souls der Demo? Schauen wir mal, Olenfords Stab. Ja. Wo auch immer das Ding ist. Ich weiß nicht, was es genau ist. Ach genau, und ich war bei Navlan nochmal. Weil ich mir dachte, ja, vielleicht hat der das, was ich brauche und sowas. Und dann hat er mir seinen Stab gegeben plus Rüstung. Also Hexergewand und sowas. So, was ist jetzt Olenfords Stab? Jetzt hör auf. Wo ist denn das? Ist das ein Stab zum Zaubern? Meine Nach-Oben-Taste funktioniert nicht so wirklich. Oh, Olenfords Stab. Zauber und Hexereien. Cool. B und A. Der Stab des Zauberern Olenford. Ein Beschleuniger für Zauber und Hexereien. Olenford, den man in Melfia auch als den Vater der Zauberei verehrt, strebte nach Wissen, dass der Menschenhorizont überschritt. Und so drang er in die Gruft der Untoten vor und ließ seine Menschlichkeit hinter sich. Manche behaupten, die Zauber und Pyromanten aus Melfia seien in Drangleic entstanden vor langer, langer Zeit. Mal schauen, wie das Ding aussieht. Cool. Ich kann es aber leider nicht benutzen. Ja, ich habe auch ein bisschen offscreen gelevelt. Ich weiß nicht, ob es man sieht, aber ein bisschen habe ich was getan. So. Jetzt hoffen wir doch mal, dass hier jemand da ist, den wir rufen könnten. Hm, scheint nicht so. Schade. Schade, schade. So, die hier sind, na, ziemlich ungemütlich. Deswegen einfach daneben schießen. Und so one-hitte ich die lieber. Weil ich mag die absolut nicht. Oh nein, jetzt kommt er. Blauflamme. Nee, nochmal so ein weißes Lyrit-Gewand. Okay, die sind jetzt schon ein bisschen heftiger, aber die stehen absolut nicht auf Feuer. Und da wir absolut mit Will und Int skalieren, also was jetzt die Pyromadie-Flamme angeht, machen wir übelsten Schaden. Was ziemlich geil ist. Uiuiui, nicht zaubern. So, ein bisschen. Nein, ich wollte dich backstabben. Alter, dreimal daneben. Hör auf. Komm her jetzt. Du Sau.
Oh oh. Das könnte jetzt wehtun. Alter, 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 alter. Zack. Okay, das... Wow. Alter. Alter, hör auf. Ich war jetzt von seiner Klinge so fasziniert. Komm, geh einfach drauf, sei brav. Oh, ich wollte dich backstabben, komm schon. Geht doch. Solange mich keiner invasiert, ist cool. Hier ist übrigens ziemlich einfach zu invasieren, weil wenn man nicht weiter weiß, geht man hier hinter zu diesen Soldaten. Okay. Und jetzt ab hier durch die Nebelwand. Darf ich vorstellen, das ist Weltstadt? Des Königs Aegis, also des Königs Schild. Alter, hat er eine geile Rüstung. Alter, oh, 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 oh. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Ja, dem hauen wir ziemlich rein. Oh. Solange er sich nicht heilt, alles cool. Oh oh. Alles klar, hält er nicht viel von. Jetzt geht er natürlich richtig ab. Alter, 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 Weltstadt, Weltstadt, Weltstadt. Burns. Kann ich auch. Aber voll daneben bei mir. Zack. Voll daneben. Kriegst mich nie. Alter, jetzt hat er aber eine höhere Abwehr. Habe ich das Gefühl. Alter, das hat wehgetan. Wow, das ist eine Keule, mein Freund. Okay, jetzt ist es gefährlich. Oh, das war dumm. Ich hab's mir noch gedacht. Ich hab's mir noch gedacht. Soll ich mich heilen? Nein, vielleicht doch. Na gut, kann passieren, kann passieren. Jedenfalls ist der nicht wirklich großartig schwer. Vor allem nicht mit einer Blitzwaffe. Finsternis schaut es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Ich könnte schwören, Leute, hier gibt es noch ein Leuchtfeuer. Nur wüsste ich jetzt nicht, wo. Ich bin mir auch sicher, dass es hier irgendwo noch die Rüstung von Dark Souls 2 Beta gibt. Also von der Beta-Demo, wie auch immer. Aus der Beta, ja, aus der Beta. Die mit diesen weißen Kragen, ja. Die muss es da irgendwo geben und ich weiß nicht wo. Oh, Leute. Ja, warum den töten? Denn wenn er die Glocke aktiviert, kommen diese blöden Zauberer. Die mögen wir nicht. Also ich mag sie auf keinen Fall. Ehrlich. Okay, ihr wollt es wirklich nicht anders, ne? Aua. Nein, meine Verteidigung. Hör auf. Alter, es könnte gefährlich werden. Du könntest jemanden verletzen. Du willst doch niemanden verletzen, oder? Drecksau. So, ich mache mich mal menschlich. Zack. Ja, vergiften kann man Bosse, soweit ich weiß, nicht.
Hey, da ist ein... Oh! Ja. Aha, von wegen. Oh, 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 daneben. Jetzt kommt er, jetzt wird er gleich gerufen, denkt sich, Alter, wo bin ich hier gelandet? Yay! Geht doch! Erstmal hallo dir! Der verschwindet dann ja, soweit ich weiß. Nur wann ist halt die Frage? Der kümmert sich richtig gut um die. Finde ich gut. Finde ich klasse. So, und jetzt komm mal einmal mit, bitte. Ich glaube nicht, dass er mit durch kann. Oder doch, er kann mit durch. Sehr schön. Dann kann ich auch meine Seelen zurückholen. Was für mich, Alter, sehr wichtig ist. Daneben. Alter, das hat gesessen. Alter, der haut zu, ne? Oh, oh, nicht sterben, nicht sterben. Das wäre jetzt uncool. Alter. Autsch. Jetzt zauber mal hinne hier. Dann kann ich mich heilen. Ah. Alter, jetzt. Hallo, wie wär's mal mit Zaubern? Zauber mal. Bam. Ja, mein Freund, ich habe gesiegt. Oh, yes. 42.000 Seelen und Weltstadtseele. Danke dir, mein Freund, danke. Vielen Dank, VIT. Hier steht Traurigkeit. Der Typ darf noch mit mir rennen. Ah, okay. Was steht denn hier? Gelobt sei die Sonne. Ja, das sehe ich ganz genauso. Oh, Moment. Moment einmal. Warum wackeln die Steine hier? Finde ich nicht gut. Da ist der König. Wendrick. Der ignoriert einen sogar vollkommen, komplett. Außer wenn man ihn, glaube ich, zweimal angreift, dann fängt er ein, an jemanden zu beachten. Aber Leute, ich werde mir noch nicht mal das Item da hinten schnappen, nein, denn es gibt hier noch etwas. Nur weiß ich jetzt nicht, wie das war. Ich muss, glaube ich... Wie war denn das jetzt? Muss ich ja mal sterben und dann wieder dahin? Komm, Leute, ich geh einmal ins Leuchtfeuer. Geh hier schnell. Ja. Yep. Denn normalerweise dürfte die Smaragdbotin, ihren Namen, dessen ich nicht mehr kenne, dann dort erscheinen und dann sagen, hey, schön, dass du es geschafft hast und so. Jedenfalls kann man diesen König nicht verletzen, nicht wirklich. Außer man hat 5 Seelen gesammelt von den, von den gefallenen Riesen. Hier, Riesenseele. Brauchen wir 5 Stück und das skaliert dann um 25% seine Verteidigung runter und dann machen wir halt 25% pro Seele mehr Schaden. Das sind dann bei 5 Seelen insgesamt 100%, ne Quatsch, 125%. Und dann machen wir richtig Beef. Also, dann kann er sich auf etwas gefasst nehmen, machen, aber vorerst, solange wir das nicht haben, nein. War ich jetzt am Leuchtfeuer gesessen? Ich weiß es gar nicht. Ja, war ich. Okay, die Gegner sind alle wieder da. Oh, Häftlingskapuze. Schön. So, jetzt dürfen wir an denen nochmal vorbei. Na, wunderbar. Hoffentlich geht das schnell. Ich hoffe es für euch wirklich. Alter, ehrlich?
Komm schon. Jawohl. Und jetzt kann ich eigentlich mit dem Feuer spielen, weil... Ich habe ja nichts mehr zu befürchten, großartig, oder? Daneben! Alter, Alter! Nein, 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 nein! Wow, Alter, ich habe von wegen nichts zu befürchten. Hau ab! Alter, jetzt geht ihr mir auf den Keks. Oh, keine Zauber mehr. Jetzt reicht's. Alter, voll. Ja, jetzt reicht's. Ah. Nein, 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 tu mir nicht weh. Grüne Blüte. Ja, schön. Mann, 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 was für ein Stress mit denen. Syrenshelm. Vor allem, da sind da noch zwei Spacken. So, wie komme ich jetzt an euch vorbei? Guten Tag, gute Nacht. Alter, setzen die gleich zu, ne? Hau ab. Oh, voll daneben. Dass der auch treffen muss, ne? Genau, tu mir weh. Alter, das wäre jetzt fast mein Tod gewesen. Jetzt hör auf. Kann doch hier nicht sterben. Übrigens eignet sich das hier ziemlich gut zum Seelenfarmen. Na, ich muss quasi wirklich erst den Ring haben, ne? Schade. Da steht er, der Wendrick. Kommt jetzt voll auf uns zu. Schurke voraus. Zwickmühle voraus. Ja, von wegen. Königsring. Haben wir sogar einen Erfolg bekommen. Leider passiert nichts, wenn wir das untersuchen. Alter, Alter, Alter. Jetzt, ja, da oben steht sie jetzt. This ring is the symbol of the king. Use it to gain passage through the king's gate and venture to the far east. Bearer of the curse. If you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why. Okay, sie redet nicht mehr mit uns. Vielleicht kann ich jetzt dahin und dann steht da irgendwas. Komm schon. Untersuchen. Leider passiert nichts. Aber das ist wegen dem DLC. Ja. Wir müssen quasi wirklich erst den König getötet haben. Alles klar. Latsch doch den ganzen Weg da nicht zurück. Weil sie sowieso auch sagte, ja, dann müssen wir dort und dorthin, ne? Und die Seele von Wellstadt, kann ich leider nicht gebrauchen, glaube ich. Weltstadtseele, warte mal, da war doch irgendwas. Seine Keule konnte man, glaube ich, bekommen. Die skaliert, glaube ich, mit irgendetwas. Und ich bin mir nicht mehr sicher, mit was. Aber, weißt du was, ich werde die voll schnabulieren. Das werde ich die, oh, die werde ich sowas von schlungen. Hau rein, ey. Lass dir schmecken. Nur 15.000 ist doch ein Witz. So, ab nach Majula. Die Level schnell setzen. Und dann geht's weiter ins nächste Gebiet. Was ich ziemlich cool finde. Yay! So, verstärken kann ich nichts, aber ich kann aufsteigen. Werteste, würdest du? Gut, ich möchte aufsteigen. Ich möchte mindestens 4 Level. 1, 2, 3. Gut, 3 gebe ich mich zufrieden. So, wir werden in Intelligenz was setzen. Und das letzte werden wir in Belastung setzen. Jetzt haben wir genau 1500 Leben. Was wirklich nicht viel ist. Aber... Ja, schön. Aber das Ding skaliert noch nicht besser. Aber skaliert das jetzt? Feuer war aus Blitz und Wunder, ne? Wille und Intelligenz. Das Ding macht jetzt 618, was nicht schlecht ist. Und das Ding macht 538. Was ziemlich cool ist, weil das erst auf plus 1 ist, ne? Und ihr könnt euch dann vorstellen, wie heftig das reinhaut.
So, wo ist meine schöne Keule? Gut. Ja, Leute, dann sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es dann woanders hingeht. Weltstadt ist jetzt Geschichte und wir schreiben jetzt auch Geschichte. Macht's gut, bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss.